unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde diese heutige Partie zusammen mit Frank Buschmann kommentieren. Portugal gegen Spanien. Ich glaube, das wird eine hochinteressante Partie, Wolf. Es geht zwar eigentlich um nichts, aber die Mannschaften sehen das wohl anders. Die Chance jetzt. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Die Ecke mal als Variante. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier. Bleib hier. Gucke jetzt am Ball. Portugal verliert den Ball. Rodrigo. Da zieht er ab. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Das macht er sehr gut. Ruben Dias. Da oben, der fordert den Ball. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Vorne der Ballgewinn. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Jetzt also, Elfmeter für die Spanier. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar. Und er ist nicht drin. Der war auch klasse gehalten. Kurze Ecke. Super Tackling. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. So langsam wird es gefährlich. Gute Aktion. Ball ist raus. Bruno Fernandes mit der Chance. Drüber. Kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Und das ist der Ballverlust. Rodrigo. Ferran Torres. Fairer Einsatz hier. Rodrigo. Guter Zweikampf. Gucke. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Joao Moutinho. Erstmal geklärt. Gute Aktion. Volley genommen. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Gucke. Jetzt könnte die Chance entstehen. Ronaldo. Vielleicht die Führung jetzt. Super Tor. In den Pfosten und dann rein. Der Ball streift da den Pfosten noch. Genauer kann der Abschluss nicht passen.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ist hier immer noch am Ball. Aber wir sehen es. Ballverlust. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Moutinho am Ball. Bernardo. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht.